Freunde, wir haben uns vier verschiedene kostenlose Girokonten mit Startprämie angeschaut und herausgefunden für euch, welches das Beste ist, was wir euch auf jeden Fall sehr ans Herz legen können. Und ich würde deswegen mal sagen, los geht's! Leute, die unseren Blog kennen, kennen vielleicht diese Liste hier. Wir haben ja nicht nur die besten Kreditkarten, nicht nur die besten Handytarife, sondern auch eine Liste mit den besten Girokonten. In diesem Fall handelt es sich um eine Liste mit kostenlosen Girokonten, mit Startprämie. Ich denke mal, viele Leute werden es kennen. Die Banken versuchen natürlich immer, die Leute heranzulocken mit irgendwie 100 Euro, 50 Euro, 25 Euro, die man dann kriegt, wenn man ein neues Konto eröffnet. Dieses Video ist aber auch vor allen Dingen für Leute interessant, die jetzt wirklich lange, lange Zeit vielleicht wirklich bei einem Anbieter waren. Klassiker, die Sparkasse natürlich zum Beispiel, wo ich auch mein erstes Konto hatte, wo ich auch jahrelang, viele, viele Jahre einfach geblieben bin, aus Faulheit natürlich irgendwie, um sich einfach mal anzugucken, was gibt sonst für Konten und was könnte man tatsächlich wirklich besser machen, wo könnte man sich echt besser stellen, wenn man wechselt. Wir gucken uns mal das erste Konto an und das ist von der Hypo Vereinsbank. Hier bekommt ihr als Startprämie 100 Euro, wenn ihr dreimal einen Geldeingang hattet, Gehalt oder Rente über jeweils mindestens 500 Euro in den ersten 4 Monaten. Das bedeutet, wenn ihr hier quasi wirklich die 100 Euro abgreifen wollt, müsst ihr tatsächlich dann eurem Arbeitgeber sagen, überweist das Geld bitte darauf. Das Konto ist für die ersten 5 Jahre kostenlos. Okay, muss man dann auf jeden Fall nach 5 Jahren mal gucken. Wichtig zu sagen ist, die Hypo Vereinsbank ist in der Cash Group. Das heißt, ihr habt 9000 verschiedene Automaten. Im Vergleich zur Sparkasse ist das zum Beispiel relativ wenig. Die haben zum Beispiel 27.000, also wirklich schon erheblich mehr. Mit dabei habt ihr eine kostenlose Kreditkarte, die ganz in Ordnung ist. Und ein tatsächlicher großer Vorteil, wenn man es so nennen mag, ist auf jeden Fall der relativ geringe Dispo-Kredit. Hier habt ihr nämlich einen Zins von 2,66% als Goldmember. Und Goldmember seid ihr im folgenden Quartal, wenn ihr euch angemeldet habt. Weiter kann man sagen auf jeden Fall, dass wir die Erfahrung gemacht haben, dass der Anmeldeprozess bei diesem Anbieter etwas holprig ist. Auch hat man nicht unbedingt den Eindruck, dass so App und die ganze digitale Struktur der Hypo Vereinsbank so in diesem Jahrtausend angekommen ist. Von daher, ja, ich würde mal sagen, wer die 100 Euro sich abholen möchte und wer wirklich die Geduld hat, dann das als Gehaltskonto zu verwenden, kann es machen. Ansonsten würde ich sagen, schauen wir uns mal das nächste Konto an. Und das ist die 1822 Direkt. Hier bekommt man auch 100 Euro. Voraussetzung ist, 4-mal einen Geldeingang zu haben und das ein Gehalt über 1000 Euro. Das heißt, hier ist die Hürde noch mal ein bisschen höher als bei der Hypo Vereinsbank. Das Ganze ist kostenlos, wenn ihr 700 Euro Geldeingang habt monatlich. Und ein großer Vorteil sind auf jeden Fall hier die ganzen Sparkassenautomaten, 27.000 Stück. Hatte ich ja eben schon gesagt, die 1822 Direkt ist nämlich eine Firma der Sparkasse und hat natürlich da auch alle Vorteile. Hier bekommt man für das erste Jahr eine kostenlose Kreditkarte. Danach sieht es halt ein bisschen anders aus, also nicht unbedingt empfehlenswert. Auch hier, wenn man geduldig ist, die 100 Euro unbedingt haben will, kann man das machen. Aber ich würde auch hier nicht unbedingt sagen, dass es wirklich der allergeilste Anbieter ist. Hier könnt ihr nochmal 100 Euro abstauben, wenn ihr einem Freund empfehlt. Also tatsächlich Potenzial, so ein bisschen Geld reinzuholen. Aber im Vergleich zu anderen Konten nicht unbedingt das allerbeste. Um jetzt nicht die ganze Zeit über welche Konten abzulästern, kommt jetzt auch für uns erstmal so der, sagen wir mal, der Sieger. Nicht der Herzen, sondern der absolute Girokontensieger. Das ist nämlich die DKB. Hier sieht man auch direkt, der Anfangsbonus ist wesentlich geringer als das, was man jetzt bei den anderen beiden Banken kriegt. Liegt nämlich nur bei 25 Euro. Dafür habt ihr aber einfach insgesamt ein wesentlich besseres Paket. Erstens ist es das einzige Konto, das wirklich bedingungslos kostenlos ist. Bezahlt einfach nichts für dieses Konto und auch nicht für die Kreditkarte, abgesehen natürlich von Zinsen und so weiter. Darüber brauchen wir gar nicht zu reden. Und was wirklich, wirklich geil ist, ist die Bargeldabhebung. Ihr könnt einfach weltweit kostenlos Bargeld abheben. Das heißt, dieser ganze Kram
wo ist jetzt irgendwie die nächste Sparkasse oder wo ist die nächste Cash Group Geschichte. Gibt es nicht, ihr geht einfach zum Automaten, hebt Geld ab und fertig ist. Außerdem habt ihr eine kostenlose Kreditkarte mit dabei. Auf diese Kreditkarte will ich jetzt aber gar nicht groß eingehen, weil ich das schon letzte oder vorletzte Woche gemacht habe in unserem besten Kreditkarten-Video. Das findet ihr nämlich hier. Geht da gerne mal drauf, checkt das gerne mal ab. Da ist auf jeden Fall auch die Kreditkarte unter den besten Kreditkarten gewesen. Von daher habt ihr hier einfach ein perfektes Paket. Ihr habt eine gute Kreditkarte, ihr habt ein Girokonto, ihr habt alles, was ihr braucht. Und letztendlich reicht das auch. Ansonsten haben wir noch die Commerzbank, wäre jetzt auch vielleicht eine Alternative, wenn ihr aus irgendeinem Grund keinen Bock habt auf die DKB. Hier habt ihr aber noch mal ein paar Einschränkungen. Erstens ist die Kreditkarte nicht unbedingt so das absolut Wahre. Dann braucht ihr monatlich 700 Euro, damit dieses Girokonto tatsächlich kostenlos ist. Ihr habt Cash Group Automaten, das heißt auch hier wieder eine geringere Flexibilität und bekommt halt 50 Euro für das Ganze. Aber im Vergleich zu DKB absolut auf jeden Fall nicht der Favorite. Das heißt, wir haben uns jetzt mal wirklich vier verschiedene Konten angeschaut und ihr seht, es gibt wirklich große Unterschiede zwischen den Konten. Deswegen habe ich jetzt nicht einfach nur ein DKB Video gemacht, sondern einfach mal zu veranschaulichen, wie unterschiedlich eigentlich die Angebote sind tatsächlich und dass man mal auch merkt, dass natürlich die Konten, die vielleicht so vom Angebot her nicht so geil sind, dafür dann wesentlich höhere Startprämien haben, um Leute natürlich zu locken. Das heißt natürlich nicht, dass diese Konten total schlecht sind, aber DKB hat hier auf jeden Fall gut vorgelegt. Und wenn man das Ganze vergleicht, wenn man hier wirklich mal einen ehrlichen Blick auf diese ganzen Anbieter hat, dann sollte man die DKB mal abchecken. Wenn ihr euch die ganze Liste mal nochmal durchlesen wollt mit viel mehr Details, dann geht mal bitte hier aufs i oder unten in die Videobeschreibung. Ihr könnt auch, und das ist auch ganz interessant, übrigens Fragen stellen. Aktiv Deal Doktor hilft. Wir haben eine Möglichkeit für euch geschaffen, dass ihr quasi aktiv nochmal mit unseren jeweiligen Redakteuren, die komplett darauf spezialisiert sind, ihr chatten könnt. Und das ist halt wirklich ein echt cooles Angebot, wenn ihr euch unsicher seid, wenn ihr bestimmte Fragen habt. Natürlich werden die auch hier unten in den Kommentaren natürlich beantwortet, aber letztendlich ist es immer am besten, direkt den Spezialisten dafür zu haben. Wir haben wirklich einen, der ist ein absolutes Finanzbrain, der mich natürlich auch immer brieft, bevor wir halt solche Videos hier aufnehmen. Und ich kann es echt nur empfehlen, das macht echt immer richtig viel Sinn. Wenn ich euch weiterhelfen konnte, dann gerne einen Daumen hinterlassen. Gerne auch abonnieren, wenn ihr mehr solcher Tipp-Videos wie dieses hier haben wollt. Da freue ich mich immer total super drauf. Und schaut euch gerne mal dieses Video an. Hier geht es um die besten Kreditkarten. Das verschmilzt natürlich auch irgendwie auf einer gewissen Weise, weil eigentlich braucht man, wenn man ein Girokonto hat, auch eine Kreditkarte, um zum Beispiel Autos zu mieten und so weiter und so fort. Schaut es euch gerne an. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut und tschüss.